Ja, auch hier wieder vorneweg an alle, die auf dem Berufskolleg sind, im Channel runterscrollen und auf Berufskolleg Wirtschaft gehen. Da habe ich entsprechend jeweils eine Playlist, wenn es ökonomisch gesehen noch tiefer geht als nur bis Erlöse, Kosten und Gewinne. Hier jetzt klassischerweise für Polynomfunktionen oder ganz rationale Funktionen in der Playlist, da ganz unten sortiere ich das ein. Da habe ich also 2, 3, 4 Videos. Hier geht es jetzt nochmal speziell um die Erlösfunktion selber. Da gibt es eigentlich zwei Modelle. Entweder habt ihr einen festen Preis von, was weiß ich, ein Buch kostet 40 Euro. Das wäre gleich der Preis. Und die Erlösfunktion ist dann gleich P mal X. Das wäre hier ganz einfach 40x. Das nennt sich dann vollständige Konkurrenz, also das heißt, irgendwo in einem Buchladen kann man nicht selber die Preise machen, sondern man richtet sich nach einem Marktpreis und dann sieht die Erlösfunktion oder sehen die Erlösfunktionen immer so aus, eine Zahl, nämlich der Preis mal x und das wäre dann gezeichnet so eine Linie, das ist ja eine Ursprungsgerade durch den Ursprung. Die andere Version ist, wenn ihr irgendein tolles Produkt erfunden habt, was auch immer und ihr seid da Alleinanbieter und habt ein Monopol, könnt dann den Preis selber gestalten, dann steht da oftmals, es gibt eine Preisabsatzfunktion. Px zum Beispiel gleich minus 2x plus 8. Vielleicht müsst ihr die auch selber aufstellen. Das sieht dann Schaubild ungefähr so aus. Dann wieder hier die Mengeneinheiten, hier die Geldeinheiten. Und die sieht dann immer so aus. Wir haben dann hier den Höchstpreis und hier die Sättigungsmenge. Man kann da zum Beispiel mal 2 Punkte angeben und die auch aufstellen lassen. Da solltet ihr euch dann nicht erschrecken. Ihr habt dann eine Preisabsatzfunktion. Da richtet sich der Preis nach der Menge. Also je mehr Mengeneinheiten ich verkaufe, desto niedriger mache ich dann den Preis, weil so viel weggeht zum Beispiel. Für die Erlösfunktion gilt dann jetzt nicht P mal X, sondern die Preisabsatzfunktion komplett mal X. Und das wäre dann entsprechend minus 2x plus 8, in Klammern wieder ganz wichtig, mal x, weil sich das x wirklich hier auf beides bezieht, also minus 2x Quadrat plus 8x. Und da sollte man schon sehen, das ist dann eine quadratische Funktion, eine Parabel. Das würde dann im Schaubild ungefähr so aussehen. Die Kostenfunktion ist eigentlich immer so und die Erlösfunktion sieht dann ungefähr so aus. Maximaler Erlös, den kann ich berechnen durch zum Beispiel den Extrempunkt von Ex. Ich habe hier wieder die Stellen, wo Kosten und Erlöse gleich sind, wo, wenn ich jetzt die Gewinnfunktion einzeichnen würde, wir weder Gewinn noch Verlust haben. Die Gewinnfunktion wird wieder so aussehen. Da ist eigentlich alles gleich, aber ich hoffe, das reicht als Übersicht, falls man da irgendwelche Fragen hat.